Die Wahrheit ist falsch. Die dreidimensionale Welt. Eine Schattenwelt. Ein Oberflächeneffekt eines viel höherdimensionalen Raums. Oder bedingen sich Schattenwelt und Quantendimension? Existieren sie, weil sie eine Symbiose bilden? Folgen Sie mir in meine Dimension. Die schwingende Seite des Monochords ist ein Beispiel für eine stehende Welle in einer Dimension. Die möglichen Grundmoden auf der Seite lassen sich durch die Anzahl von Knotenpunkten klassifizieren. Aus Knotenpunkten werden in zwei Dimensionen Knotenlinien. Kladni hatte eine einfache und geniale Idee, diese sichtbar zu machen. Schneiden wir die Glasplatte in der Mitte durch, erkennen wir eine eindimensionale stehende Welle mit zwei Knotenpunkten. An den Enden und in der Mitte der Glasscheibe befinden sich Schwingungsbäuche. Wir biegen die Schwingung auf einen Halbkreis und lassen den Halbkreis wieder um die Z-Achse rotieren. Es ergibt sich eine schwingende Kugel mit zwei azimutalen Knotenlinien. Diese Kugelschwingungen sind auch ihr eigenes Spiegelbild. Positionieren wir die Spiegelebene genau in der Mitte, so ergibt sich ein identisches Spiegelbild. Ausgehend von der einfachsten Schwingung lassen sich durch Hinzufügen von weiteren Knotenlinien und deren Drehungen alle möglichen Grundmoden auf der zweidimensionalen Kugeloberfläche erzeugen. In der klassischen Physik sind die Schwingungszustände direkt beobachtbare, reale Schwingungen auf einer Kugeloberfläche, wie zum Beispiel eine schwingende Seifenhaut. In der Quantenphysik handelt es sich um eine nicht direkt beobachtbare Schwingung, die wir als Wurzel aus einer Wahrscheinlichkeit bzw. Wellenfunktion interpretieren können, aber nicht zwangsläufig müssen. Die Wahrheit ist falsch. Schau dir doch mal all die Sachen.